Hallo liebe Zuschauer, heute spielen wir das Spiel des Rotkäppchen-Duell. Das Spiel ist aus dem Hause Game Factory für 2 Spiele ab 5 Jahre und gefällt uns wirklich sehr gut. Es dauert gerade mal 5 bis 10 Minuten und es macht richtig viel Spaß. Wir haben hier einen Wald und jeder Spieler hat die gleiche Auslage. Er hat den Jäger, er hat bestimmte Wege. Hier zeige ich mal den Wolf, den gibt es einmal. Und wir haben hier solche Picknickkörbe. Am Anfang hat ja jeder die gleiche Auslage und jeder bildet damit einen gemeinsamen Wald. Und zwar, wir sehen ja nur die Rückseite. Das heißt, der Elias weiß jetzt nicht, was für Bäume ich wohin platziere. Das machen aber wir jetzt erst einmal. Ich weiß schon einen Picknickkorb von dir. Ja, aber ich habe den jetzt schon wieder auf die Seite gestellt. Das kannst du dir bestimmt nicht merken. Und damit haben wir einen wirklich schönen Wald. Und dann geht es auch gleich weiter mit den nächsten Erklärungen. Wir können die auch ja, gemeinsam einfach so hin platzieren. Schön ein bisschen bunt. So. Und dann platziere ich die einfach mal. Moment, das mache ich noch dahin. So, und jetzt haben wir den aufgebaut. Moment, Elias, ich muss noch erklären. Wichtig ist es, ja, 2 Partien zu gewinnen, weil wenn man eine Partie gewinnt, dann bekommt man einen Chip. Wenn man eine weitere Partie gewinnt, einen zweiten Chip. Und damit hat man die Partie gewonnen. Der Elias, und jetzt fangen wir einfach mal an. Genau, würde ich auch sagen, der Elias deckt einfach mal eins auf. Du hast den Jäger. Und was macht man mit dem Jäger, Elias? Nochmal. Zweimal den Jäger, darf ich nochmal. Okay. Und da dreht er einfach die Bäumchen um. Jetzt suche ich mir auch mal eins aus. Und zwar nehme ich mal das hier. Oh, damit darf ich allerdings nicht weitermachen. Der Elias ist dran. Und das geht so lange, bis ein Spieler 3 Picknickkörbchen, oh, da habe ich einen, vor sich liegen hat. Allerdings, wenn ich den Wolf ziehe, dann muss ich den Picknickkorb auch wieder abgeben. Das heißt, es ist gar nicht so einfach. Oh, 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 der Elias hat auch schon einen Picknickkorb. Und das geht recht flott. Oh, ich habe den Jäger. Damit darf ich nochmal ein Bäumchen umdrehen. Und es macht richtig viel Spaß und ist auch schnell gespielt. Oh je. Der Elias, der hat schon 2. Jetzt muss der Papa echt aufpassen. Manchmal ist hier gar nichts dahinter, hinter den Bäumen. Das kann natürlich auch passieren. So, mal schauen, was ich hier habe. Auch nichts. Puh, auch nichts. Oha, ich habe auch schon meinen 2. Okay. Nichts, Wegweiser, darf ich nichts mehr machen? Auch nicht. Hm, wo hat der Elias nur seinen 3. Korb versteckt? Der Jäger? Dann darf der Elias gleich nochmal. Da bestimmt, da hinten. Der Jäger und der Wolf. Oh, und was ist mit dem Wolf? Ich muss jetzt einen abgeben. Und wer hat jetzt die 1. Runde gewonnen? Ich. Glückwunsch. Und das ist das Spiel. Wir machen gleich noch mal eine Weile. Nein, es ist noch nicht fertig. Ist nicht fertig. Aber die Zuschauer, denke ich, wissen, um was es geht. Ich sage schon mal Tschüss. Willst du auch Tschüss sagen? Und bis bald mal wieder. 3, tschüss. 4, 5. Tschüss.